Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 3. Oh Mann, Leute, ich bin nur ein bisschen durch den Wind. Das muss ich hier noch aufnehmen. Leck, leck. Warum laden die Schatten eigentlich immer so spät nach? Ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich müsste mich mal vielleicht mal hier irgendwie ein Bild einblenden oder sowas. Ich habe Post gekriegt. Und zwar von dem guten Varion, falls den jemand kennt. Das ist ein YouTuber. Und hat mich einfach angeschrieben, gemeint, ey, kann ich dir mal was schicken? Und ich meine so, jo. Und dann kam halt das Paket an und der Junge hat mir einfach ein gigantisches Paket mit Gothic Risen. Elex ist auch dabei, Arcania, aus allen möglichen Ländern und ja, die riesige Gothic 3 Figur geschenkt. Und ich bin so ein bisschen baff, muss ich sagen. Guck dir das an, holy shit, ey, ich bin mega, mega baff. Und ich dachte mir, ja, okay. ich bin so total geflasht. Ich bin mir noch nicht sicher, ich meine, da ist so viel Zeug bei und auch manches doppelt und dreifach. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass ich irgendwann, ich weiß noch nicht wann, ich muss jetzt erstmal alles sichten und alles nochmal gucken, was das alles genau ist. Aber ich werde davon auf jeden Fall etwas an euch weiter verlosen. Also, so gigantisch. Also, das ist halt einfach so for free. Einfach so, weil er dachte, okay, wem könnte ich das denn schenken und der sich darüber freuen würde. Und dann ist der so lieb und denkt dabei an mich. Und ich, ja, freue mich gerade so ein bisschen. Oh ja, mega, mega nice. Aber ja, da werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen was weitergeben. Ich weiß nur noch nicht wann. Müssen wir mal gucken. Weil erstmal die Weihnachtsverlosung. Wir schauen mal. So, jetzt aber hier, Gothic 3. Klatscht nebenbei schon mal ein bisschen Viecher. Ich hab den High Ground, du blöder Schakal. Wir waren das letzte Mal in... Wie heißt die Stadt hier? Benzala. Haben Diego wieder getroffen. Und... haben uns ein bisschen mit den Assassinen und auch mit den Nomaden gestellt. Haben festgestellt, dass die ollen Wassermagier wieder hier irgendwo rumlungern. Das Pack, ey. Aber jetzt habe ich schon wieder keinen Bock auf die. Und ich würde sagen, wir gehen heute so Richtung... Benera. Ah, nee, Braga. Braga hieß die Stadt. Benzala ist hier unten. Wir gehen von Braga nach Benera. Würde ich mal sagen. Irgendwo hier muss auch noch die... Where the Guru Quest. Da hatten wir doch irgendwie einen Hinweis drauf, oder? Wo ist der Guru? Haben wir das hier irgendwo? Das hier müssen wir auch noch machen. Wir haben sehr viel in der Wüste von diesen Mod-Quests und Patch-Quests und alles. Das Ding ist, ich habe absolut keine... Das da war das gleich. Mit groß war das Erbe. Wo steht das denn? So folgen wir den gefundenen Zeichen, die in die Wüste deuten. Laut der Feind auf den Handelsrouten der Assassinen versteckt er sich im Schutz der Bergketten. Die Handelsrouten der Assassinen sind einfach die Wege hier. Ne, da vorne steht ja auch so hier diese Flagge und sowas. Die führt einmal an diesen Handelsrouten lang. Und im Schatten der Bergketten. Das heißt... vermutlich irgendwo hier an diesem Gebirge, würde ich jetzt mal sagen. Hier könnte auch sein. Im Grunde sind überall Berge. Also irgendwo abseits von diesen Straßen muss auf jeden Fall was sein. Das heißt, ich halte mich mal so ein bisschen hier links. Aber ich auch davon. Da sind Löwen. Nein. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Ach du Schande. Ach du Schande. 150 geben die. Die sind auf jeden Fall... Alter. Alter. Au, au, au. Alter, machen die Damage. Sie sind auf jeden Fall ein bisschen stärker eingestuft als... Alter. Dingens. Wölfe. Die sind vermutlich so wie Säbelzahntiger, denke ich mal. Ich weiß gerade nicht, wie viele Säbelzahntiger gaben. Ich glaube, die gaben 300. So. Löwen. Okay. Wir haben ein paar neue Spielkameraden. Und dann noch mehr. Ich sehe sie doch. Räudiger Bastard. Okay.
Gehörten die räudigen Bastarde nicht zu irgendeiner Miss? Ich hab irgendwie im Kopf, bei irgendeiner Stadt mussten wir eben räudige Bastarde töten. Das Löwenfell hat auch irgendwie so ein... Warum ist das links so... Eine andere Farbe. Aber ich habe irgendwie im Kopf gehabt, das war irgendwie bei ich da unten. Das Fell hieß ja auch einfach nur Löwenfell. Das hatte nur eine andere Farbe. Es hieß nicht irgendwie Fell der räudigen Bastarde. Oder? Immer eine kleine Oase. Ist irgendwie eine Blume drin. So eine Seerose. Irgendwie. Okay, so eine einsame. Kann man machen. Ich will die Kaktusblüte. Na ihr? Gebt mir eure Erfahrungspunkte. Schleichst du so in den Busch rum? Ich kann ja die ganzen Pflanzen nur einsammeln muss, aber ich kann nicht anders. Ich könnte sie ja noch gebrauchen. Im Moment haben wir zum Beispiel Tränke ganz gut, aber vielleicht gehen uns die ja doch noch mal irgendwann aus. Aber hier in der Oase scheint nichts sonst so von Interesse zu sein. Ach, wir haben hier auch keine Ausdauer. Pfeile könnt ihr auch nochmal die besseren herstellen. Dann mach ich auch nochmal ein bisschen mehr Damage. Dafür nochmal zurück. Nee, ich glaube, in der anderen Stadt ist ein Alchemist. Da können wir das auch machen. Da ist eine Höhle. Ist das etwa bei den Assassinen-Handelsrouten im Schatten des Berges? Hier sind auf jeden Fall Oger. Hallo. Na ihr... In deine Nase, Junge. Oh. Aua. Macht man nicht. Zack. Alter. Ich habe gerade erst nicht geflickt gelesen. Okay. Dass da nicht irgendwas von links steht. Guru Schlüssel 2. Oh, für das Erbe Teil 2. Oh, hallo. Was sind die? Ich kann mal lesen, wie die heißen. Büchervernichter. Immer diese Adamus-Dinger dabei. Hille des Glücks wirkt nicht immer. Maximal. Okay. Essen wirkt nicht immer. 1000 Gold. Okay. Können wir vielleicht die Guru-Quest einfach heute? Also wenn wir das halt machen können. Großvaters Tagebuch. Da. Das zweite Buch. Großvaters Erbe. Unsere Aufgabe war es, ihn zu beseitigen, dessen unzählige Untaten alle in Schrecken versetzten. Uns verhöhnend schrieb er stilles Zeugnis seiner Taten bei jedem seiner Opfer. Leid und Verzweiflung trübten die Aussicht, und doch waren wir auf der Jagd nach ihm. Wir lösten hier Probleme und erhielten dort zum Dank neue.
gewaltigere Aufgaben. Schwer lasteten die Herausforderungen auf unseren Schultern. So schwer für einige von uns. Und so verloren wir einige Brüder, gleich am Anfang unserer Jagd. Nein, nicht, dass ich an unserem Ziel zweifle, doch müssen schon jetzt die ersten Opfer erbracht werden. Teuer haben wir bezahlt. Ort um die gefallenen Streiter, um die gefallenen Brüder. Doch verzagt nicht, denn sonst ist ihr Opfer umsonst gewesen. Nachdem er einige von uns hinweggerafft hatte, floh er nach Norden. Sicher wird er die Städte meiden. Aber ganz ohne Mauern wird er nicht auskommen, wenn er sich uns widersetzen will. Das ist bestimmt da, wo wir waren. Es ist nicht in der Stadt, aber... hier, Dings. Wörter, Hilfe. Mann, was ist denn los? Da, wo wir schon mal waren, am Pass, da in dieser Ruine mit dem Skelett-Lord-Dingens. Ihr wisst, was ich meine. In der deutschen Sprache, schwere Sprache und so. Da hinten. Da hinten. Okay. Hatten die Wasserfall. So. Reparierte Truhe, war das die? Ja. Aha. Gruppenhypnose. Goldener Schlüssel und großes Erbe Teil 3. Oh oh. Nein, keine Schrate. Nein. Ja, das sind jetzt alles nur so Goblins. Nee, kommt hier nicht gut. Der Glöckner. Von Notre Dame. So, der Glöckner ist tot. Haben wir hier noch? Schwarzfeder. Der 10. Mann. Ja, Moment. Moment, ihr kommt gleich alle dran. Ich stelle mir den Weg. Der 3. der Tafelrunde. Okay. Aua. Schwarzfeder. Und kein Name. Okay. So, was haben wir denn hier? Fingersrap. Das Zeichen eines wahren Meisterdiebs. Viele würden töten, um das Schwert in ihre Finger zu kriegen. Fingersrapier? Was macht denn der hier? Ist Finger nicht damals in der Barriere gestorben? Nach Gothic 1? Mit. Meiner Glöckner. Inos Trost, das Feuer, das dich wärmt. Hier brauchen wir bestimmt um zum Craften. Unter der Tafelrunde Amulett der Lebensgeister. Ein Name hat Gold. Und der 10. Mann hat die Durchschlagarmor. Hart im Einschlag, die durchdringt jede Rüstung. Krass. Krass, krass, krass. So. Großvaters Gedöns. Großvaters Erbe Teil 3. Das 3. Buch. Großvaters Erbe. Trübselige Augenblicke liegen hinter uns. Der Weg forderte weitere Opfer und Entbehrungen. Niemand kann sagen, was uns morgen erwarten wird. Doch werden wir den kommenden Gefahren und Zeichen nicht mehr allein trotzen müssen. Auf unserem Weg trafen wir edelmütige Ritter, die mit uns auf denselben Pfaden wandern. Mit ihrer Hilfe konnten wir in kürzester Zeit eine Vielzahl von Gefahren trotzen. Ohne Zweifel, ohne unseren neuen Gefährten wären wir heute nicht so weit auf dem Pfad vorgekommen. Bruder, schaut, dort lag er auf dem Boden vor euch. Seine Spuren sind deutlich, seine Wunden tief. Er kann nicht weit sein. Die Burg gab unseren Angriffen nach, doch er war in den Trümmern nicht zu finden. Ist er in den Norden entkommen? Sucht er die Ruhe der Toten? Doch bevor wir uns dem letzten Kampf stellen, der letzten, okay, gebt unseren gefallenen Brüdern die letzte Ehre. Begrabt sie in diesem ehrwürdigen Boden und gestattet ihnen, über das Schlachtfeld zu wachen. Vielleicht wachen sie auch über uns, denn der Weg in den Norden wird kalt werden. Ich habe doch Nord mal so krass durchsucht, jetzt soll ich da noch Guru-Zeug finden. Tut er die Ruhe der Toten? Irgendwo bei den Gräbern? Da suche ich aber mal so offscreen ein bisschen, würde ich sagen. Weil ich habe schon so viel gesehen, wie ich durch Nord mal laufe. Mache ich das jetzt? Schon wieder nach Nord, weil ich war so froh, da weg zu sein. Ich hätte gerne diese Guru-Quest in einer Folge. Ah, mal gucken. Hm, kann denn das sein? Hm. Oh, Leute. Hm.
Moment. 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 So. Oh Mann, ich muss gleich noch weg und habe mich schon so ein bisschen schick gemacht, umgezogen. Und ich habe irgendwas an, was viel zu eng ist. Und ich habe das Gefühl, mir drückt total die Luft irgendwie ab, ey. Oh. Sitzt auch nicht gerade bequem. Was hatte ich vor? Ich, oh, das ist echt so ein komischer Tag. Ich bin heute so durch den Wind. Entschuldigt für die komische Folge. Wir gehen... Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen mal... Ostern mal ganz kurz. Und dann können wir nochmal mit dem Blut versuchen zu reden, aber das bringt ja gar nichts. So, die Folge ist, glaube ich, noch gar nicht draußen, wo ich nochmal nachfrage, wie man mit dem redet. Tja, wo kann denn das sein? Bei den Gräbern? Ich überlege halt schon. Noch irgendjemand was für mich? Da will ich, das da will ich. Das da will ich. Du kriegst hier einfach mal die hier. Das da. Auch nicht. Auch nicht. Ach du Schande! Moment. Auch noch zu viel. Was war denn jetzt hier so teuer? Ach, die Assassinenschwerter. Jetzt. Ich habe immer noch 2000. Komm hier, zack. Nimm. Oh, der kleine Wächter. Okay. Noch irgendwas? Ja, komm hier, gib. Die gibt mir alle. Jetzt kann weg. Das Rapier. Habe ich aber nicht mehr so viel zu verkaufen, glaube ich. Oh, den kaputten Paladin-Schild. So. Ja gut. Ich würde mal sagen, ich laufe dann mal so ein bisschen durch die Gegend. Und wenn ich irgendwas Spannendes finde, dann sehen wir uns hier gleich wieder. So Leute, ich bin hier. Ich hab's gefunden. Hier bei dem Grab, wo hier unten der Schattenläufer war, der den Stein gefressen hat, den ich erst nicht gefunden hatte. Und da hinten war dieses kleine Easter Egg. Und ja, man muss hier auf diesen Felsen hoch. Und dann findet man hier diese kleine Felsspalte. Oh mein Gott. Und es war natürlich das vorletzte Grab, bei dem ich gucke. Natürlich, ne? Natürlich. So, dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Müsste denn die letzte sein? Wo ist das Erbeteil 4? Hallo! Na, ihr Titan! Nee, nee. Dualer Doppelgänger. Ach du Schande. Titan! Nein! Zeitgeber? Nein! Wartet, wartet, wartet! Oder ein Doppelgänger? Was? Heldtierjäger. MacAdam. Wer ist denn MacAdam? Göttlicher Beistand. Auftraggeber. Zeitgeber. Das hat ja auch keinen Zweck hier. Lass mich doch in Ruhe. Nein. Ah. Adam müsste jetzt weg. So. Ist wirklicher Beistand. Und einen habe ich dann noch erwischt. Keine Ahnung. Zeitgeber. Aber meine Frage, wo ist der Guru, ist immer noch nicht beantwortet. Wer bist du? Was? Klinganischer General. Okay. Holy moly. Der Wein. Möchtest du noch einen Keks zu deinem Wein? Der Keks. Möchtest du noch etwas Wein zu deinem Keks? Was? Okay, also wer auch immer Ahnung von diesen ganzen, von dieser Quest hat und von diesen ganzen Items, die ich hier bekomme und sowas, das sind doch 100 pro irgendwelche Anspielungen auf irgendwas. Zum Beispiel, was hat das mit dem Keks und dem Wein auf sich? Das muss doch irgendeine Anspielung sein. Sturmrufer-Axt. Der eisige Wind Nordmars begleitet den Träger dieser Axt. Fingers, Rapier habe ich gecheckt, aber die ganzen anderen Sachen, auch diese... Was war das, was ich letztens mal da gefunden habe? Das da. Pille des Glücks.
Titan. Belias Zorn. Belia zerschmettert seine Feinde auch durch dich. Lebensenergie. Eine lange Geschichte. Götterfunke mit Gold nicht zu bezahlen. Der Schatz der Götter. Armee der Furcht. Angst und Schrecken verbreitet sich unter der Armee. Holy moly. Unbekannter Teleport. Nee. Und der Meisterbogen. Was war das mit dem Teleport? Was war das? Hätte irgendwas passieren sollen? Oh Mann. Okay, ja, dann lesen wir uns das gleich durch. Aber ganz kurz einen Moment mal eben. Nur einen kleinen Cut machen. So, da bin ich wieder. Ich habe mir ganz kurz umgezogen. Das Oberteil war nervig. Ey, ich möchte gern atmen können und meine Brüste möchten auch nicht eingequetscht werden. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Wir haben so viel Zeug, ne? Warte mal, diesen Meisterbogen möchte ich mir noch angucken. Ist der irgendwie relevant? Der ist sogar sehr relevant. Der ist sogar äußerst relevant. Holy moly, der ist sogar... Alter. Dafür müssen wir mal im Jagdgeschick nochmal gehen. Wir hatten noch so viel... Alter, was hatten wir denn hier alles? Götterfunke, Maxi... Ich weiß ja gar nicht, ob ich das alles trinken soll. Oder ob das irgendwie... Ob ich das noch für was anderes gebrauchen kann. Ja, das Bastardlöwenfell ist doch ein Quest-Item. Naja gut, wir müssen lesen. Wir lesen erstmal Großvaters Erbe. Das vierte Buch. Großvaters Erbe. Acht Brüder waren wir, acht im Kampfe gebettet. Acht, die kämpften hier, acht haben auch errettet. Haben euch errettet. Er, der Guru, stand vor uns und keiner wollte zweifeln. Ohne die Ritter waren wir auf uns alleine gestellt und unsere Zeit war gekommen. Das Erbe unseres Großvaters würde hier und jetzt vollendet werden. Doch seid euch meiner Wunden bewusst. Ich schreibe dies mit letzter Kraft, um der Welt unseren nahenden Sieg zu verkünden. Das größte Übel dieser Welt würde sich heute dem letzten Kampfe stellen müssen. Nur der Tod einer der Seiten kann den Weg der Zukunft bestimmen, auf die ein oder andere Art. Ich, göttlicher Beistand, werde den kommenden Kampf nicht überstehen. So bete zu deinem Gott und flehe für das bessere Ende. Flehe, dass du nie den Guru zu Gesicht bekommen wirst. Großvater, willkommen. Ja, den Guru will man echt nicht sehen, ne? Das ist ja die Fehlermeldung, wenn das Spiel abstürzt. Aber wer ist denn dann der Großvater und wer sind diese acht Brüder und so? Wenn irgendjemand die Story dahinter kennt, wie diese Quest entstanden ist, bitte, bitte in die Kommentare schreiben. Interessiert mich mega sowas. Diese ganzen Namen und Items werden alle eine Begründung haben. Eine lange Geschichte. Kann man auch kürzen. Das stimmt. Wow. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen Teleporter. Und den werde ich jetzt benutzen. Und mal gucken, wo wir rauskommen. Ich frage mich nur, warum hat das eben hier halt so geblitzt, als ich den gelootet habe? Ja. Und go! Oh Gott! Fuck, fuck. Hier war ich doch schon, oder? Ist es nicht das gleiche, wo ich schon mal war? Hier war ich doch schon mal. Hier sind Bugs. Oh mein Gott, hier sind Bugs. Nein. Die Bugs machen mein Spiel kaputt. Es ist einfach der gleiche Ort. Es ist einfach derselbe Ort. Haben irgendwie zwei verschiedene Mods oder Patches halt denselben Ort benutzt? Der Guru. Nein. Es ist der Guru. Der Guru. Stirb. Wo ist der Guru? Wir haben den Guru besiegt. Und er hat ganz viele Bugs hervorgerufen. Der Guru. Er ist vermutlich durch die Bugs entstanden. Okay, Bug ist halt klar, was die Anspielung ist. Eine große Truhe. Eine große Truhe. Die Frage ist jetzt, waren die... Also, hängen die beiden Sachen jetzt zusammen, weswegen wir hier hingeportet sind?
Oder sind die unabhängig voneinander, die Guru-Quest und wer auch immer er hier war und... Ruinenstab und Pilzhago. Der hat jetzt nicht nochmal irgendwas Geiles, der hat einfach einen Ruinenstab? Oder gehört einer von den Truhen dazu, zu der Quest? Ich bin überfragt, Leute. Ich weiß nicht, was wozu gehört. So. Wo sind denn meine Bugs? Wo sind meine Bugs? 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 Hallo? Meine Bugs sind weg! Ey, die müssen da irgendwo sein. Ich denn mit den Bugs machen? Weiß das jemand? Meine Standardfrage. Weiß das jemand? Ich möchte meine Bugs benutzen. Schon haben wir viel Krempel. Ja gut, wir sind fertig mit der Where the Guru Quest. Das war erfolgreich. Das war cool, die Quest. Ich mochte die Quest. Die war sehr cool. Also die letzte Truhe war jetzt ein bisschen schwierig bei dem Grab. Da oben so versteckt, aber man kann drauf kommen. Ich habe es ja gesehen. Aber ich frage mich echt, ob die beiden Sachen zusammengehören. Oder ob das einfach nur zwei Mods hier denselben Ort benutzen. Ich glaube, die Guru-Quest ist vom Community-Patch, ne? Das andere wird von irgendeinem Mod sein, vermute ich mal. Ja, gut. Dann sind wir hier fertig. Wir können wieder in die Wüste. Mal kurz, ob ich alle Bugs gelootet habe. Ich glaube aber schon. So, dann gehen wir mal wieder nach. So. Hier können wir jetzt nicht mehr machen, der heutigen Folge. Ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem mal den Weg Richtung... wie heißt das nochmal? Ben Sala? Nein, Ben Era. Ich verwechsel die immer. Ben Era ist das Minendorf. Weil beides sind eigentlich Minendörfer. Da steht da mal Wasser. Das ist auch ganz cool. Wenn man hier so an diesen Tunnels markern. So. Zack. Nein. Nicht schon mehr. Das ist auch so eine 100% Chance, hat einen krank zu machen, ne? Und nicht irgendwie nur so ein bisschen. Ach ja. Ich vergaß. Zack. Hallo, ihr Schakalis. Na komm. Mal sehen. Ja. Jetzt, Moment, jetzt kriege ich erst den Erfolg Wolfsjäger? Wie viel muss ich denn dafür töten? 50.000? Alles klar. Ich glaube, da oben ist eine Höhle. Da komme ich aber noch per Quest hin. Das sind irgendwie Minecrawler oder so. Höre sich schon. Nee, 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 wir gehen mal wieder weg. Ja, das Minendorf. Ich glaube, da vorne sitzt noch ein Wasserhändler. Können wir dann beim nächsten Mal quatschen? Genau. Okay, Leute. Dann
würde ich sagen, war es das mit der Folge für heute. Wir haben den Guru gefunden. Ich hoffe, wir werden jetzt nie wieder eine Fehlermeldung bekommen. Wobei ich sagen muss, ich habe erst... Ich glaube, ich hatte zweimal den Guru und das auch nur beim Thumbnails machen. Okay, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der morgigen Folge wieder. Schaut doch auch gerne mal bei mir auf Social Media vorbei, auf Twitter oder auf Instagram. Da poste ich manchmal Fotos und sonstigen Krempel. Und wenn ihr auf meinem Discord-Server joinen möchtet, der Link dazu ist in der Beschreibung. Da bekommt ihr dann immer eine Benachrichtigung auf dem Server, wenn ich ein neues Video hochlade. Müsst ihr nicht immer auf YouTube schauen, wann es hochgeladen ist. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.